Vielen Dank. Ich muss weinen. Danke schön. Wie schön. Das hat gut getan. Es geht mir nicht gut, aber es muss ja weitergehen. Begrüße Sie zur 134. Ausgabe von Was liest du? Unserer langen Buchnacht im WDR. Zu wechselnden Zeiten in unterschiedlicher Länge. Mit die spannendste Sendung, die es gibt, zumindest über Bücher und ja jetzt auch die einzige. Vielen Dank. Auf meinen Gast heute freue ich mich wirklich sehr. Er ist der Einzige, und das ist nicht gelogen, von dem ich mich in den Schlaf sprechen lasse. Und damit meine ich seine Hörbücher, die er spricht. Für mich die schönste Stimme des Landes. Kurz dahinter kommt meine, aber darauf werden wir gleich im Einzelnen noch eingehen. Er hat eine ganz klassische Humoristenlaufbahn. Er hat das Studium der Germanistik abgebrochen, wie auch ich, zugunsten einer Buchhändlerlehre. In diesem Beruf war er auch tätig, hat allerdings auch 10 Jahre Erfahrung als Blues-Sänger auf dem Puckel, um dann von 92 an, ich glaube 8 Jahre, mit Frank Goosen zusammen das mittlerweile weltberühmte Duo Tresenlesen zu bilden. Mittlerweile hat er, nachdem das zu Ende ging, 7 Soloprogramme gemacht, deren Titel eigentlich schon verraten, welch eine Wortmagie hinter seinem Tun steckt. Ich habe versucht, die Titel auswendig zu lernen. Es hat nicht geklappt. Es liegt vielleicht daran, dass ich so krank bin. Aber Programmtitel wie Wenn Worte reden könnten oder 14 Tage im Leben einer Stunde. Ich bin kein Tag für eine Nacht, ein Abend in Holz. Flieg, Fisch, Lies und Gesunde oder Glück, wo ist dein Stachel? Das waren nur 3 von 7. Dass ich mich wahnsinnig freue, sagte ich schon, jetzt sollte er dann auch kommen. Herzlich willkommen, Jochen Malmsheimer. Und sehr, herzlichen Dank. Nimm Platz. Danke sehr. Danke. Es ist nichts. Danke vielmals. Danke, danke. Bitte, danke. Du hast uns ein Buch mitgebracht und das ist ganz interessant. Ein Buch, das mir wieder mal, wie im Falle schon von deinem Kollegen Frank Goosen, auch durch die Lappen gegangen ist. Ich hatte es eigentlich weggelegt und gedacht, so komisch ist es auch nicht. Und dann sagte Jochen, das will ich aber machen. Und dann habe ich es gelesen, habe mich mehrfach von den Möbeln rollend vorgefunden. Wenn man also ständig auf der Suche ist nach komischen Büchern, sollte man, falls Sie auch mal so eine Sendung machen, man sollte zwischendurch einfach mal was anderes lesen. Mal eine Gebrauchsanweisung, Telefonbuch, irgendwas, damit man die Papillen wieder schärft. Du stellst uns das Buch bitte. Sehr gerne. Es ist von Tony Hawks und heißt Mit dem Kühlschrank durch Irland. Tony Hawks ist ein in Großbritannien weltberühmter Komiker, der sich auch als Songschreiber hervorgetan hat. Er hat mit einer Band gespielt, die den schönen Namen Morris Minor and the Majors heißt und hat den Stutter-Rap, also einen gestotterten Rap, in die Charts gebracht, was aber außerhalb Englands nicht direkt bemerkt worden ist. Er ist übrigens nicht Nummer 1 in Australien. In Australien, das ist außerhalb Englands, stimmt, ich muss das kurz korrigieren. Aber auch nur eine Handbreit. Jedenfalls, er wird gerne verwechselt mit einem gleichnamigen Skater. Für die Jüngeren unter uns, die es ja geben soll, ist es nicht. Also er ist kein Skater, um das gleich vorneweg zu sagen. Und die Situation, die zu diesem Buch führte, ist die einer Wette gewesen. Man muss sich vorstellen, er hat einem Abend beigewohnt, bei dem offensichtlich Substanzen gereicht wurden. Jedenfalls erwachte er am nächsten Morgen auf dem Schmerzenslager mit stabilem Gewölbeschaden, wie wir das nennen, und fand neben seinem Bett einen Zettel, auf dem von ihm unterschrieben stand, dass er es wohl nicht schaffen werde, mit einem Kühlschrank im Gepäck einmal rund um Irland zu trampen. Jeder normale Mensch hätte sich umgedreht
und weitergeschlafen und die Existenz des Zettels ignoriert. Nicht so der Engländer. Der Engländer macht gern Alarm und reist gern mit seltsamen Dingen an seltsame Orte. Und deswegen hat er genau das getan. Er hat sich in Irland einen Kühlschrank bereitstellen lassen mit den Maßen 60 x 60 cm. Ich sage das nur für die unter Ihnen, die das vielleicht auch mal machen möchten. Und wenn man eine Reise unternimmt und das nicht allein tut, also jemanden mitnimmt und sei es nur ein Möbel, kommt man doch irgendwann in die Situation, wo man sich mit der Reisebegleitung unterhält. Und dann ist es sinnvoll, wenn der Begleiter einen Namen hat, finde ich. Also, das erstreckt sich auf alle Arten von Begleitern. Auch kleine, die unter der Achsel wohnen. Jedenfalls, dazu muss ein Reisebegleiter getauft werden. Und eine solche Szene erleben wir natürlich hier auch, und zwar in einem Pub, einem richtigen, echten, schönen irischen Pub. Und wir beginnen mit der wesentlichen Frage: Um wie viel hast du eigentlich gewettet? Fragte Neam, der den Sommer über hinter der Theke arbeitete. 100 Pfund. Und was hat der Kühlschrank gekostet? Fragte ein interessierter Zuhörer namens John. 130 Pfund. Herrje. Bist du ein Trottel? Fügte Seamus, der Manager des Pubs, an. Neam, gib diesem Mann ein Bier, befahl Geraldine, die Chefin, die die Frau jenes Metz war, von dem der Pub seinen Namen hatte, und außerdem noch die Mutter von Neam. Ich begann allmählich zu verstehen, wie die irische Mentalität funktionierte. Je närrischer, unlogischer und surrealer die Taten von jemandem zu sein schienen, und meine Reise fiel ohne Zweifel in eine dieser Kategorien, desto gastfreundlicher wurde er aufgenommen. Ich war jetzt von neugierigen Gästen und Mitarbeitern umgeben. Brandon tauchte von hinter der Bar auf, wo er Flaschen gestapelt hatte. Sag mal, hat der Kühlschrank einen Namen? Nein. Nun, du musst dem Kühlschrank einen Namen geben. Du kannst doch nicht mit einem namenlosen Kühlschrank herumreisen. Brandons Meinung fand allgemeine Zustimmung. Was für ein Geschlecht hat er? Die Dinge entwickelten sich zu schnell für mich. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Man muss es irgendwie feststellen. Es wurde eine Reihe abwegiger Methoden vorgeschlagen, von denen Johns die meiste Zustimmung fand. Man muss inzwischen einen Esel und eine Eselin stellen und dann beobachten, welches Tier einen Annäherungsversuch unternimmt. Ich akzeptierte das gerne als eine Methode, um das Geschlecht des Kühlschranks festzustellen, aber ein offensichtlicher Mangel an Eseln verwehrte uns weiteren Fortschritt auf diesem wissenschaftlichen Weg. Warum gibst du ihm keinen Namen, der für beide Geschlechter passt? Fragte Geraldine. Du weißt schon sowas wie Kim, Leslie oder Val. Das ist eine gute Idee, stimmte Brandon ihr zu. Aber du kannst einen scheiß Kühlschrank nicht Val nennen. Ich war derselben Meinung. Keiner meiner Kühlschränke würde je Val heißen. Wie wäre es mit Sirscha? Schlug Seamus vor. Sirscha? Ja, Sirscha. Das kann ein Mädchen- oder Jungname sein. Und es heißt Freiheit auf Gälisch. Du wirst nicht viele Kühlschränke finden, die so viel Freiheit genießen wie dieser. Da hatte er recht. Der vollständige Name ist Sirscha Molloy, klärte Geraldine. Klingt gut, rief ich unter dem Jubel der Gruppe. Ich taufe diesen Kühlschrank hiermit Sirscha Molloy. Ja, aber ein großer Teil der Schilderung bezieht sich auf die zum Teil, ich sag mal, drastischen Unterbringungsarten und Weisen, denen er unterworfen ist. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ich würde es nicht tun, aber man kann es so sagen. Du zwingst mich zu sagen, wie hättest du es gesagt? Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu pennen. Ne? Das war nicht das Level, auf dem ich... Das war der Witz. Oh. Hallo. Herr Gut, also er schläft sehr oft in Jugendherbergen. Die Jugendherbergen haben es an sich, dass mehr als einer
im selben Zimmer schläft, in Etagenbetten meistens. Und er hat jetzt das Pech, als einziger noch wach zu sein. Und dann kommt jemand, der halt ganz, ganz schlimm schnarcht. Jeder, der in einer Beziehung ist, weiß, wovon ich spreche. Alle. Fremdem Schnarchen ausgesetzt zu sein, war für mich keine neue Erfahrung. Aber zum ersten Mal kam das Schnarchen von direkt unter mir. Irgendwie wurde es dadurch um einiges beunruhigender und vermittelte den Eindruck, als drohe eine Art geologische Katastrophe. Mitten in der Nacht gibt es kein rationales Denken. Und obwohl Irland nicht für seine Erdbeben und Vulkane berühmt ist, richtete ich mich doch zweimal voll Furcht kerzengerade im Bett auf, als es unter mir heftig grollte. Ich bin gegen die Todesstrafe. Ich glaube, es ist ein Fehler, den Menschen ausgerechnet dadurch, dass man sie umbringt, zeigen zu wollen, dass sie keine Menschen umbringen sollen. Ich bin jedoch nicht gegen das Töten von Schnarchern. Die Menschen haben schon unzählige Heilmittel gegen das Schnarchen probiert und keines hat funktioniert. Gut, man kann die Schnarcher wecken, aber sie schlafen nur wieder ein und fangen von vorne an. Die einzig wirklich effektive Methode, jemanden am Schnarchen zu hindern, ist, ihn zu töten. Wieso eigentlich ihn? Über diese Stelle bin ich auch mehrfach gestolpert. Ja, mit Recht. Ich lag in meinem Bett und überlegte mir, was ich für Möglichkeiten hatte. Ihn zu ersticken schien das Angemessenste zu sein. Aber die Vorstellung, ihn zu erwürgen, gefiel mir auch. Ich bildete mir ein, dass es auf der ganzen Welt kein Gericht geben würde, das meine gegenwärtige Notlage nicht als mildernde Umstände gelten lassen würde. Aber dann hörte er überraschend auf. Er hörte einfach zu schnarchen auf, als sei ein Waffenstillstand vereinbart worden. Die Stille war mir kein Trost. Ich wusste, dass dies nur eine vorübergehende Einstellung der Kampfhandlungen war und dass er schon bald wieder loslegen würde. Mir war daher klar, dass die nächste Periode entscheidend war. Wenn es mir gelingen sollte, einzuschlafen, ich musste jetzt handeln. Also wälzte ich mich auf die Seite und schloss krampfhaft die Augen. Es klappte nicht. Ganz offensichtlich verfügte ich nicht über die Voraussetzungen, die notwendig gewesen wären, um unter derartigem Druck zu schlafen. Die Nacht schleppte sich voran, hier in aller Kürze die wichtigsten Ereignisse. 3.30 Uhr. Der Betrunkene fängt wieder zu schnarchen an. 3.45 Uhr. Auf der anderen Seite des Schlafsaals lässt sich ein Schläfer dazu anregen, mitzuschnarchen. Es kommt zum Stereo-Effekt. 4.30 Uhr. Steh auf und geh zur Toilette. Stoße mit dem Zeh gegen einen Bettpfosten. 4.33 Uhr. Kehre von der Toilette zurück und stoße mit demselben Zeh gegen einen anderen Bettpfosten. 4.55 Uhr. Denke ernsthaft daran, mit aller Kraft zu schreien: Hört mal alle her! Verschwindet aus meinem Zimmer! 5.05 Uhr. Ziehe Selbstmord als eine ernstzunehmende Option in Erwägung. 5.07 Uhr. Verwerfe Selbstmord, der zu laut wäre und die anderen wecken würde. 5.15 Uhr. Komme zu dem Schluss, dass diese Nacht die Buße für das ist, was ich Tina angetan habe, als ich ihr den Lastwagen wegnahm. Ich gebe auf und finde mich mit einer Nacht ohne Schlaf ab. 5.16 Uhr, schlafe ein. 6.30 Uhr, wache auf, als der Wecker des chinesisch aussehenden Mannes klingelt. 6.31 Uhr, entscheide, dass der Tod zu gut für den chinesisch aussehenden Mann ist. Werde die Ermordung ihm nahestehender Familienangehöriger in Auftrag geben. 8 Uhr, beschließe aufzustehen. 8.01 Uhr, entdecke, dass ich eine unnötige und ungerechtfertigte Erektion habe.
8.01 Uhr bis 8.30 Uhr. Entschuldige bitte, bei der Erektion hat meine Nase angefangen. Warte mit dieser sinnlosen Erektion, dass sich der Schlafsaal leert. 8.32 Uhr. Schlafsaal ist beinahe leer. Riskiere es aufzustehen. Riesige Dame aus Holland sieht die auffällige Ausbeulung meiner Boxershorts und lächelt. 8.40 Uhr. Frühstück, das ich damit zubringe, Blickkontakt mit der Dame aus Holland zu vermeiden. 9.30 Uhr. Verlasse das Gebäude und schwöre mir, solange ich lebe, in keiner Jugendherberge mehr zu übernachten. Ja. Also wir haben jetzt von seiner Erektion gehört. Entschuldigung, das war jetzt falsch ausgedrückt. Von dessen Erektion muss es heißen. Du kannst nicht sagen, wir haben von seiner Erektion gehört. Das ja, von seiner, meine Frau schaut doch auch zu. Des Helden. Ja, dann ist richtig, das ist der Held. Dann ja, bitte. Wir haben von seiner Erektion gehört. Sonst hätte ich gesagt, wir haben von Jochens. Nein, du hast aber so. Also, liebe Frau Malmsheimer. Liebe Frau Malmsheimer, Ihr Mann hatte keine Erektion in meinem Beisein. Es kommt hier zu einer sehr, sehr romantischen, erotischen Szene. Ich lasse jetzt bei Lesebeginn noch offen, ob es zu einem Happy End kommt. Sie können Wetten abschließen untereinander. Sie sind aber stark betrunken. Kannst du bitte das Mädchen spielen? Ich fühle mich dir sehr nah, flüsterte ich und küsste sie sanft auf den Nacken. Ich mich ja auch, antwortete sie und umarmte mich mit überraschender Intensität. Dann fiel ich von der Mauer. Willst du mit in mein Hotel kommen? Fragte ich gut gelaunt, nachdem wir festgestellt hatten, dass die Verletzungen nicht allzu schlimm waren. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, oder? Lautete die betrübliche Antwort. Warum tun Mädchen das? Sie sagen Sachen wie... Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, oder? Fügen dann aber noch ein... Oder... an. Als würden sie von einem gerne eine Bestätigung hören. Als ob sie die von uns erhalten würden. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, oder? Aber natürlich, du hast völlig recht. Es ist vermutlich die schlechteste Idee, die ich je gehabt habe. Und ich habe schon welche gehabt, die waren wirklich scheiße. Dich einzuladen, mit in mein Hotel zu kommen, war eine idiotische Idee. Vergiss bitte, was ich gesagt habe. Eigentlich wusste ich ja, dass es keine so gute Idee war. Wir verloren besser jeder in seinem eigenen Zimmer das Bewusstsein. Ja. So, wir setzen unsere neue, relativ neue Rubrik Klo. Ja, ich war beim nächsten Wort. Kennst du das? Ja, sicher. Klar. Rubrik, ich war schon Klo Rubrik. Und zack. Da gibt es Bücher über, ne, über wie Versprecher zustande kommen. Eins heißt Danke und Tschüss fürs Mitnehmen. Ein ja, schöner genau. Titel. Was ich auch einmal gehört habe nachts, das fand ich auch großartig. Es ist Genullnau Uhr. Ich bin gestorben. Gibt
gibt bei Fischer eine Sammlung, die der leider ja viel zu früh verstorbene Robert Gernhardt betreut hat. Sammlung Hell und Schnell. Wir hatten in einer der früheren Sendungen auch das dicke Gedichtbuch dazu. Und da gibt es jetzt verschiedene Erweiterungen. Bilden Sie mal einen Satz mit, so forderten Robert Gernhardt und Klaus Cäsar Zehrer im Jahre 2005 prominente und unbekannte Dichter zur Teilnahme an einem Dichtwettstreit besonderer Art auf. 555 haben sie ausgesucht. Und ein kleines Beispiel von Robert Gernhardt selber. Bilden Sie mal einen Satz mit. Metapher? Der Kapitän hat gerade lallend kundgetan, er brächte dieses Schiff zum Sinken. Metapher wirklich nicht mehr trinken. Das ist doch... Ja. Ne, recht schön. Jetzt bilde mal einen Satz mit Espe und Eimerchen. Sehr gern. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten. Das geht mir nicht aus dem Sinn. Bilde mal einen Satz mit Walser. Der Marin. Der Marin trägt Pariser heut, auf das ihn's Walser kommt nicht reut. Oder einen Satz mit Pharmafirma. Du bist vierfach behindert seit deiner Geburt. Dann Pharmafirma zur Heilung nach Lourdes. Das ist unglaublich. Bilde mal einen Satz mit Nihilist. Es sprach in Kairo ein Tourist, wenn das mal nicht der Nihilist. Bilde mal einen Satz mit Business. Warum er schreit, wir wissen es, weil er vom Hai gebissen ist. Ich glaub's nicht. Du hattest vorher ernste Bedenken, nicht? Ich hatte, nein, ich gebe klein bei, du hast recht, es ist zu brüllen. Bilde mal einen Satz mit Meerrettich. Des Rettungskreuzers Captain spricht, zwei Barki schon, Meerrettich nicht. Wenn ein Witz sehr gut ist, kann man drüber lachen. Wenn die Hose sehr weit ist, kann man Sänger machen. Komm, noch ein so. Bilde mal einen Satz mit Schabefleisch. Schabefleisch lacht über dir heute Nacht. Hör mal, komm, den letzten machst du, sonst bitte. Heißt es wieder ich wieder. Bitte. Bilde mal einen Satz mit Heidenreich. Der Papst empört sich und wird bleich. Sankt Elke macht die Heiden reich. Sehr schön. Sehr schön. Das war nur der Zipfel des Eisbergs, was wir Ihnen da zu Gehör gebracht haben. Also das ganze Ding ist voll mit solchen Auerwerken. Jetzt kommen wir zu Michael Schönen, der ebenfalls in dieser Reihe bei Fischer erschienen ist. Er war auch in Hell und Schnell vertreten. Das ist praktisch sein Ritterschlag, dieses Buch in dieser Reihe. Denn der Mann ist, man glaubt es nicht, der ist Steuerfachgehilfe und hat aber in seinem 30-jährigen Leben oder 33 bereits 600 Gedichte geschrieben und er beherrscht die wunderbare und fast in Vergessenheit geratene Disziplin des Schnelldichtens. Das heißt, Publikum ruft ihm einige Begriffe zu und er dichtet daraus in allerkürzester Zeit richtig gute Sachen. Er steht wirklich in bester Gernhardt-Tradition. Sein Handwerkszeug ist absolut imponierend. Und da möchten wir Ihnen jetzt eine kleine Auswahl präsentieren. Als ich einmal mit einer Frau, die ich im Kölner Karneval kennenlernte, eine spontane Weltreise unternahm. Das ist praktisch im Titel das ganze Dicht. Grandios. Weißt du was, lass uns das doch abwechselnd. Ja, können wir machen. In Wien, da küsste ich ihre Hand, was Lisa ganz bezaubernd fand. Dann streichelte ich Lisas Knie im Strandcafé in Rimini.
Ich wollte mehr in Malibu. Sie sagte, wart bis Bali, du. Enttäuschung auch in Eschnapur. Von Kamasutra keine Spur. Desgleichen hoffte ich in La Paz. Vergeblich bloß, da ginge was. Nicht anders dann in Amsterdam. Dasselbe Null-Aktionsprogramm. Sodass ich in San Salvador allmählich die Geduld verlor. Ich grübelte in Budapest, wann mich mal ran das Luder lässt. Doch durfte ich auch in Marrakesch hier noch nicht an die Unterwäsche. So merkte ich erst in Sansibar, dass Lisa eine Transe war. Drum fahre ich nach Singapur, recht skeptisch jetzt mit Inga nur. Spitz, pass auf. Der Titel ist wichtig. Versuchen Sie, den zu behalten. Es richtet Gnäfrau Schmitz sich her. Heut macht man in Kultur. Das Staatstheater gibt Molière. Herr Schmitz schaut auf die Uhr. Nur aber rasch ein Griff zum Muff. Die Hände in den Schlitz. Und nur ein sehr gedämpftes Wuff zeigt an, es war der Spitz. Jawohl, es ist der arme Spitz, der ihr die Hände wärmt. Und ach, zu spät bemerkt Frau Schmitz, dass sie den Hund entdärmt. Auch wenn sie die Verwechslung reut, der Spitz, der ist perdu. An seinem Stammbaum wird verstreut die Asche Montag früh. Ein Hund, so heißt hier die Moral, ist weder Mütze, Muff noch Schal. Das folgende Gedicht ist mir überlassen worden, offensichtlich, weil ich mich jetzt auch im Phänotyp ein wenig nähere. Ich habe das Rauchen aufgegeben und bin dadurch stattlicher geworden. Und das schlägt sich auch in diesem Text nieder, der plötzlich auf mich passt. Ich bin auch erschüttert. Es heißt, Spatz, pass auf. Ich habe, seit ich 30 bin, einen Hängebauch und Doppelkinn. Und wer ist schuld daran? Ich weiß es. Die sogenannte Midlife-Crisis. Sie heißt da, übersetzt man diese ins Deutsche, Lebensmittelkrise. Aufgrund der Adipositas riet mir mein Mediziner, dass ich essen solle wie ein Spatz, bevor ich aus den Nähten platz. Das leuchtet ein. Bis man erfährt, wie viel ein Spatz pro Tag verzehrt. Das Fünffache seines Gewichts. Ich war erstaunt, doch sag mal nichts. Das wird schon stimmen, dachte ich mir. Und das Ergebnis sieht man hier. Meine Damen und Herren, das war's. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Bedanke mich ganz furchtbar herzlich bei Jochen Malmsheimer. Danke vielmals. Ja. Danke vielmals. Und tschüss, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.